So, heute machen wir weiter mit der Future World. Diesmal Master of Fire. Kommen wir wieder erst zum Design. Also hier sehen wir einen Adler, der zwei Vulkane in der Hand hat. Oder in den Flügeln. Also das Design ist eher gewöhnungsbedürftig, aber ist auch wieder sehr verspielt. Hier oben wieder Preisklasse 0. Da oben die Artikelnummer an der Ecke. Auf der Rückseite sehen wir wieder die wichtigen Daten. Hier der Mokan, wieder das Nico-Label. Hersteller ist wieder YLH. Auteur wieder Georg Richter. Hier wieder die Gebrauchsanweisung. Machen wir das. Dann packen wir den Artikel jetzt mal aus. So, also hier steht schon, dass vier Stück drin sind. Drehe ich es erstmal um. Hier ist noch die Artikelnummer. Ganzjahresfeuerwerk natürlich jugendfrei. Dann hier noch die BAM-Nummer und Gewicht liegt bei 39 Gramm. Hersteller ist YLH und YL und Einführer wieder über Georg Richter. Und packen wir die jetzt mal aus. Das sind halt kleinere Vulkane. So, hier haben wir so einen. Also sieht eigentlich gut verarbeitet aus. Hier steht auch nochmal der Name drauf und die Artikelnummer. Dann natürlich noch die Anweisung, wie man den Artikel zu zünden hat. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Dann zünden wir die jetzt gleich und wünschen, die gefallen euch. Bis dahin. So, im heutigen Video seht ihr die Master of Fire. Oder jetzt nach der Vorstellung haben wir einen Vulkan. Dann zünden wir den jetzt mal. Ich stelle mal ein bisschen weiter weg. Der soll ja ein ziemlich starkes Crackling haben. Ja, und der Gasbrenner versagt wieder. So. Mal gucken, wie er wird. Oh, sehr lautes Crackling für Klasse 1. Auf jeden Fall ziemlich gut. Die Brenndauer auch eigentlich ganz okay. Ach, also war eigentlich schon Noch gut. einen zweiten dazu. So. Mal wieder was weiter weg hier. So. Ja. Das war jetzt ein kleiner Fail. Also das Crackling wirklich fast schon lauter als Klasse 2 oder genauso laut mindestens. Also sehr schöne Crackling-Vulkane. Vielleicht machen wir einen Vergleich mit den Knattermaxe oder so etwas in der Art. Mal sehen. Aber auf jeden Fall ein gelungener Artikel. Das war es auch schon wieder von uns und bis zum nächsten Video. Bewerten und kommentieren natürlich nicht vergessen.